Und wie seht ihr, das ist eine Frage an alle Kandidatinnen und Kandidaten, das Amt als Kulturminister, Kulturministerin, seht ihr das, ist das eine Performance oder ist es ein Mandat? Und was kann man damit erreichen, wenn man es als Performance anschaut, was kann man damit erreichen, wenn man es als Mandat anschaut? Ja, ich finde, das Tolle daran ist, dass man beides machen kann. Dass man, also einerseits sehe ich es als Mandat, wenn es um ganz harte Facts geht, um kulturpolitische Veränderungen oder zum Beispiel um Kopierschutzmaßnahmen, um Altersvorsorge, dann verstehe ich es eigentlich ganz klar als ein Mandat. Aber ich verstehe es auch als eine Performance, weil auch jetzt, in dem Moment, wo ich da sitze, und wir alle machen eine Performance, oder? Ich sehe auch da konkrete Kunst. Und Konzeptkunst, wollte ich sagen. Und eine Performance kann eben sein, etwas Subversives nach Madrid zu bringen, eben das, was ich gesagt habe, mit der Landeshymne, oder halt vielleicht mal statt Polittheater im Bundeshaus wirklich künstlerisches Theater aufführen, einen Tag lang alle Schauspieler spielen, Bundesrat. Also da kann man natürlich ganz frei einfach Ideen mal kreieren und schauen, ob sie umsetzbar sind. Was würdest du, was wäre das Subversivste, was du vorhättest während deinem Mandat als Kulturministerin? Subversivste? Ich weiß gar nicht, ob das Subversivste das Wichtigste wäre, aber ich denke, es muss etwas sein, was etwas verändert. Ob das denn das Subversivste ist, weiß ich nicht. Manchmal ist es ja so, dass etwas, was man gar nicht denkt, dass es subversiv ist, sich als etwas sehr Subversives entpuppt. Zum Beispiel die Idee mit der Landeshymne, vielleicht ist die so ein grosser Sprengstoff, dass sie sich als äußerst subversiv erweist. Ich noch zu den anderen Kandidaten, Kulturministerin, Kulturminister, Performance oder Mandat. Und was wäre die Intention? Was möchtet ihr für eine Bilanz ziehen nach eurer Amtszeit? Also ich denke mal, dass es braucht auf jeden Fall die Performance, es braucht die Polarisierung. Die schweizerische Politik, das ganze Konkordanzprinzip, das ist völlig langweilig. Und wenn jetzt nochmal ein Langweiler dort ankommt und nochmal die Leute langweilen und das Ohr abkratzt wegen AHV und ich weiß auch nicht was, ich glaube, es hat wirklich überhaupt keinen Bedarf an dem. Und wenn man das Gefühl hat, dass das die Aufgabe vom Kulturminister, seriöse Themen ansprechen ist, dann ist man wirklich im falschen Film. Meiner Meinung nach. Immer in einem Film, ja. Aber einfach im falschen Film. Aber es ist natürlich klar, irgendwie, dass den meisten Leuten gefällt natürlich das, weil die sind sich einfach gewohnt, dass es langweilig und spießig ist. Ich finde, man muss ein bisschen Kick-Ass machen und nur wenn man polarisiert und sich nicht an die Regeln hält, kann man etwas erreichen. Ich bin auch Vertreter von der Aurelia Fischi. Ich denke, ganz wichtige Themen sind performative Themen. Also ich meine, der Beat Matzenauer hat das Projekt vom Kulturministerium vorgestellt. Wie? Ja. Hat das Projekt vom Kulturministerium vorgestellt als Internetseite, als Tool von einer Performance und nicht mehr. Und genau so ist Aurelia Fischli, funktioniert genau so. Das heisst, die ganze Angelegenheit ist eine performative Angelegenheit, die ganz fest mit Projekten zu tun hat. Und eines der ersten Projekte, es gibt verschiedene Themen, ich kann nachher eine relativ genaue Auskunft geben, was die Themen sind. Eines ist ganz klar die Schaffung von einer neuen, freien Akademie für subversive Kunst. Das heisst, dort geht es um die Selbstbestimmung von der Kunst, es geht um die Autonomie von der Künstler. Ich rede jetzt vielleicht mehr aus der Sicht als freier Ausstellungsmacher in der zeitgenössischen Kunst, aber ich kann das auch auf andere Themen übertragen. Ich kann es übertragen, auch auf einen Film und so weiter. Das heisst, weg von dieser Institutionalität, weg von dieser musealen Zeit und weg von diesen ganz grossen Kunstmärkten. Das ist vehement wichtig. Also ich denke, die Gründung von einer freien neuen Akademie ist das erste, was Aurelia wird realisieren. Aurelia? Ja. Ja, ich unterrichte ganz viele Leute und da kann man innerhalb von einer Stunde kann man ganz viele engagierte Leute von ganzer Schweiz orten, die sogar gratis für das Mandat schaffen. Eben, das ist doch der Tod von Subversivität, das würde es doch genau die Subversivität institutionalisieren. Also ja, ganz klar von einer freien Akademie geredet. Eine freie Akademie. So wie das Denkmal in Bern zum Beispiel.
Was für ein Denkmal? Das Denkmal ist eben eine freie Akademie, wo, also in einem besetzten Haus werden Kurse angeboten. Nein. Ja, absolut nicht von einer Institution geht. Also ich meine, man kann das angehen in verschiedenen Gesprächen immer wieder, wie man eine freie Akademie führt. Mit den Künstlern, mit all den Kulturschaffenden. Das ist absolut, das hat es übrigens auch schon gegeben. Es gibt ja ganz viele Initiativen, Ariane Fischer, die das fördern, freie Workshops, freie Kurse etc. So ein bisschen zusammenführen vielleicht auch. Und es geht dort ganz klar in einem grossen Feld wieder um die Selbstbestimmung in der Kunst. Das heisst, dass es inhaltlich wird und dass es wegkommt eigentlich von all diesen Gesetzen und von diesen Systemen, dass der Künstler oder der Kulturschaffende wieder Verantwortung übernimmt und dass er inhaltlich wird, mehr inhaltlich wird und wieder mehr politisch wird. Vielleicht können wir ja mal weitergehen, weil ich habe das Gefühl, Aurelia Fischli, da sind ja Widersprüche auf und es gibt ja dann ganz grosse Fragen, die man irgendwann muss stellen. Also wer garantiert, dass die Sachen überhaupt irgendwie angegangen werden oder welches sind wirklich die verbindlichen Sachen. Aber vielleicht gehen wir mal noch weiter, dass die anderen auch so viel Platz bekommen, sonst wird die Aurelia Fischli wahrscheinlich riesengross. Wir haben uns in Zürich intensiv gewählt gegen das, gegen das Läufen und gegen das, dass Aurelia Fischli riesengross wird. Also nur das heute. Auch wieder sagen, Aurelia Fischli ist ganz klar, steht für ein Multiple und für eine kollektive Sache. Ja, das ist gut, wir müssen nachher nochmal diskutieren. Eben bei diesem Kollektiven wäre ich einfach die Frage, wo gibt es eine gewisse Verbindlichkeit. Aber das müssen wir nicht jetzt diskutieren. Vielleicht können wir das in einer Schlussrunde dann nochmal darauf zurückkommen und gehen jetzt mal weiter, damit man zu den Fragen kommt. Manuel, du bist gefragt worden vom Kreis. Ja, ich sehe es ganz klar. Also das Mandat, ganz konkrete Anliegen, Ideen und Lobbyarbeit, die soll betrieben werden. Ich denke aber, es liegt in der Natur von Sachen, dass man sich der Performance bedient, zum Teil auch. Das ist auch eine Form von Kommunikation, dass man zum Teil, gerade weil es Kunst ist, über das Mittel kann an die Leute herkommen. Sei es an irgendwelche Politiker, sei es an die Bevölkerung, dass man Aktionen auf der Straße macht.